Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Peters Technikspielereien. Heute wollen wir uns zusammen mal ein Motorrad angucken, eine Kawasaki GPZ 750 UT aus 1986. 1986 kam auch der Spielfilm Top Gun raus, in dem Tom Cruise eine GPZ 900R, also praktisch die große Schwester von dieser, gefahren hat. Das nur am Rande. Also dieses Motorrad hat jetzt hier, was wir jetzt hier vorstellen, hat 66.000 Kilometer gelaufen und ist noch schön im Originallacksatz, was ich immer persönlich sehr wichtig finde, dass die dann nicht so einfarbig übergetüncht sind. Ja, ich denke, wir holen das mal zusammen aus dem Winterschlaf. Bis gleich. Bevor wir gucken, ob es da anspringt nach dem Winter, denke ich, gehen wir einmal rundherum mit der Kamera, gucken uns das Moped nochmal im Detail an. Ja, die Cockpitverkleidung, Spiegel, Blinker, doppelte Scheibenbremse vorne. Die originale Auspuffanlage 4 in 2 finde ich immer wichtig, dass so ein Motorrad die originale Auspuffanlage hat und nicht so eine 4 in 1 darunter gebastelt. Ja, die Teile, Motorteile, Zylinder, alles schon ein bisschen angelaufen, ein bisschen Farbe ab. Könnte man mal Hand anlegen. Das Cockpit. Damals ja, Mitte der 1980er Jahre eben das Morse-Kino. LCD-Anzeige für Öl, Batterie und Sprit, Stand, Kontrollleuchten, großer Tacho, Drehzahlmesser. Ja, das ist dann eben so auch heute schon so in Richtung Rennoptik gehen. Schmale Tanklinie, alles schön original hier an dem Motorrad, originale Schriftzüge. Heckansicht. Ja, die originalen Auspufftöpfe. Und auch eine Scheibenbremse. Eben Unitrek, ein zentrales Federbein, nicht sonst klassisch zwei Federbeine. Eins rechts, eins links und ein zentrales, spart Gewicht. Der Motor mit den Vergasern. Scheibenbremse, Vorderrad. Ölkühler, Kurzhandel. Ja, und dann eben nochmal die Verkleidung, die Ansicht von vorne. Jo, dann wollen wir mal gucken, ob sie nach einem langen Winter auch noch so einfach anspringt. Die Batterie hatte ich ein bisschen nachgeladen. Hier rein. Haben wir den auch Ströme. Zeige ich hier unten an, vielleicht einmal dahin filmen. Batterie blinkt. Oh oh. Einmal den auch Licht alle aus. Probieren wir mal. Spuck ganz gezogen. Kupplung, sonst will sie nicht. Thank you.
Das war das Video von der Kawasaki. Ich hoffe, es hat euch wieder ein wenig Freude gemacht. Wenn ihr mögt, abonniert doch meinen Kanal. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.